30 Stunden reinste Handarbeit. 80 Liter der besten Wandfarbe. Regen, der nicht aufzuhören schien. Unzählige Schweißtropfen, die auf den Boden fielen. Wut, Trauer, Verzweiflung. Ob sich das alles gelohnt hat, wir werden sehen. Ihr habt es gesehen, wir haben es euch versprochen, eine 300 Quadratmeter große Mona Lisa. Irgendwie haben wir es geschafft, dieses Ding zu zeichnen. Es war eine total abgefahrene und verrückte Reise, aber wie war denn das nochmal? Hanna, erzähl nochmal. Also, wie ihr wisst, in der ersten Sendung ging es darum, du bist ein Meisterwerk Gottes. Er hat dich wunderbar geschaffen und so ist auch die Mona Lisa ein Meisterwerk. Und dann ist sie aber kaputt gegangen. Vielleicht weißt du noch, wie das Auto darüber gefahren ist, wie es zersprungen ist. Oder einfach voll schwarze Farbe dann war. Und dann haben wir versucht, die Mona Lisa wieder so hinzubekommen, wie sie davor war. Also wieder zu zeichnen, nachzuzeichnen, wie sie am Anfang war. Und wir sind einfach alle kläglich gescheitert daran. Und so ist vielleicht irgendwie auch dein Leben zerbrochen und in deinem Leben irgendwas kaputt, was du versuchst, wieder hinzubekommen, wieder irgendwie schön zu machen. Aber du kriegst es einfach nicht so hin, wie es vorher war. Und dann kannst du dein Leben abgeben an Jesus und ihm es einfach hinlegen und ihm sagen, dass er es, oder ihn bitten, dass er es wieder neu macht, dass er dir hilft dabei ist, neu zu machen, wieder zu reparieren. Ja, und dann kam dieses Projekt dabei raus. Ja, wir wollten zeigen, wie groß oder wie gut dein Leben werden kann, wenn du es einfach abgibst, wenn du diesen Prozess oder diese Erkenntnis, dass du es gar nicht selber schaffen kannst, dass du das einfach Jesus, dass du es Gott gibst. Und wir wollten das zeigen mit diesem riesigen Mona Lisa-Bild. Aber wir haben so viele Punkte gelernt dabei. Punkt 1, wir können das nicht zeigen. Also wirklich, wir haben alles gegeben. Wir haben die krassesten Künstler aus unserer Region irgendwie organisiert. Aber wir haben es, wir können dieses, ja, was daraus entsteht, wir können es einfach nicht in Worte fassen oder auf den Boden bringen oder sonst irgendwie. Es geht nicht, wir schaffen es nicht. Zweiter Punkt, Alter, du brauchst Zeit, Geduld. Das geht nicht anders. Wir saßen jetzt 4 Wochen in unserem Wohnzimmer und immer wieder, wenn der schönste Sonnenstrahl rauskam, haben wir alles gepackt und sind hierher gefahren und haben dieses Bild weitergemalt. Und es hat einfach so lange gebraucht, wirklich, es war wahnsinnig. Jedes Mal, es hat geregnet im Hochsommer, wir haben damit nicht gerechnet. Also Zeit, Geduld, das brauchst du auf jeden Fall im Glauben, wenn du dein Leben Jesus gibst. Und drittens, also ich weiß ja nicht, ihr kennt wahrscheinlich die Mona Lisa, wie sie am Anfang ausgeschaut hat. Sie ist zwar schön geworden, aber nicht so wie das Original. Natürlich, wir sind ja auch nicht hier Leonardo da Vinci oder was. Sind wir nicht, ne? Also, das geht einfach nicht. Aber es ist was ganz Besonderes. Es ist groß und es ist einzigartig. Und manchmal ist es eben auch, wenn du dein Leben Gott gibst, einfach anders, wie du es dir vorgestellt hast. Ja, es ist was Besonderes. Es ist jetzt wahrscheinlich der Attraktionspunkt in Naila. Und so ist es eben, wenn du dein Leben Gott gibst. Es wird was Großes, es wird was Besonderes. Vielleicht nicht so wie davor, auf keinen Fall eigentlich wie davor. Genau, das ist das, was wir irgendwie mit diesem Bild ja, weitergeben wollten. Es war auf jeden Fall eine krasse Reise und ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Diese 3 Punkte, die möchte ich euch mitgeben oder wir möchten sie euch mitgeben. Ja, wir haben es irgendwie versucht. Dein Leben wird besser. Zeit und Geduld, aber es wird noch viel größer und einzigartiger als das. Und damit verabschieden wir uns in die Sommerpause nach 3,5 Weird-Folgen, die super interessant, spannend, lehrreich und noch viel, viel mehr waren, super verrückt waren. Und natürlich sind wir auch weiterhin erreichbar über YouTube, Instagram oder die E-Mail-Adressen, also schreib uns gerne. Und wir wünschen uns so sehr, dass du diesen vielleicht verregneten Sommer, vielleicht guten Sommer einfach nutzt, um Gott besser kennenzulernen. Dass du mit ihm Erfahrungen machst und merkst, wie gut es dir tut, mit ihm unterwegs zu sein und einfach merkst, wie gut Gott ist, wirklich. Und bis dahin können wir nur noch eines sagen, und zwar: Hau rein und sei gesegnet.